So, dann fangen wir mal heute an mit Detroit Become Human. Boah, ich habe schon so lange nichts mehr gespielt. Von 2018. Hallo, willkommen beim Detroit-Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Okay. Dies sind die Spracheinstellungen Ihrer Konsole. Sind sie korrekt? Ja. Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. So. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Weil das mein erster Round ist, nehme ich mal erst leicht. Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. August 2038, 20:29 Uhr. Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Das, wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Schüsse. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie.
Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Die Steuerung ist ein bisschen schwer. Thank you.
Was mache ich? Nehme ich sie oder lege ich sie zurück? Okay, er wollte den ersetzen. Ist noch nicht so viel. Ich brauche mehr Prozente. Was zur Hölle machst du? Sprich nicht, ja.
springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Die Situation ist unter Kontrolle. Geht mal weg. Da. Ich brauche euch nicht. Vertrauen, Daniel! Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut! Ich will das alle abhauen! Und ich will ein Auto! Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen! Okay. Oh nee. Connor starb und hat Emma gerettet. Das war, glaube ich, das einfachste Ende.